Okay, ich bin jetzt gerade hier in Antalya gelandet und warte darauf, dass mein Transferbus endlich losfährt und ich endlich im Club ankomme. Es ist Nobilis-Zeit und zwar werde ich jetzt 2 Wochen im Nobilis, Robinson Nobilis verbringen. Habe dort eine Mitarbeiterschulung, nämlich die Wellfit-Quali. Ich bin total gespannt, wie es ist, alle Wellfit-Leiter aus allen Robinson-Clubs plus die neuen Mitarbeiter zu empfangen, ihnen ganz viel Input mit auf den Weg zu geben. Und damit alle live dabei sein können, werde ich jetzt immer wieder Videos machen und am Ende einen schönen Clip zusammenstellen. Freut euch drauf. Es ist jetzt Abend, der erste Tag ist vorbei, es schüttet immer noch, aber macht nichts, drin ist ja warm und drin ist auch ein schönes Programm vorbereitet. Jetzt geht es gleich zum Essen, heute Abend ist italienisches Buffet, ich habe auch richtig Hunger nach dem aktiven sportlichen Tag und genieße heute Abend noch die Ruhe vor dem Sturm. Morgen kommen die ersten weiteren Crew-Trainer an und auch schon einige Teilnehmer für die Wellfit-Quali, die am kommenden Freitag hier startet. Ich bin schon ganz gespannt, freue mich auf ganz viel neue Kontakte, neue Leute, ganz viel Input, den ich weitergeben darf an neue Mitarbeiter von Robinson, genauso auch an die Fachleitung. Jetzt genieße ich erstmal den Abend und lasse es mit einem Glas Raki beginnen. Ich bin kreativ, basteln jetzt ihr eigenes Faszienstundenbild, eine Mobility- und Schwunggruppe und eine und Entspannungsgruppe. Zweiter Tag hier im Robinson Club in Nobilis. Ich hatte gerade eine schöne Mobility-Stunde, sehr ausgiebig, sehr intensiv. Coole Teilnehmer, die sehr viel mitgenommen haben, hoffe ich zumindest. Sie haben auf jeden Fall den Anschein gemacht, dass es ihnen Spaß gemacht hat. Und jetzt laufe ich gerade zum Strand, es hat nämlich endlich aufgehört zu regnen. Und nehme euch da jetzt einfach mal mit, zeige euch mal, wie der Club ohne Regen aussieht. Ich laufe also gerade über die Brücke. Die Brücke ist die Verbindung zwischen der Anlage und dem Strand. Da hinten, was ihr seht, ist die Wellfit-Anlage, die natürlich im Sommer geöffnet ist. Jetzt ist es einfach noch zu kalt. Das heißt, da würde man sich eher verkühlen, dass man da ein ordentliches Training machen kann. Nichtsdestotrotz wunderschön. Und ja, was werde ich jetzt am Strand machen? Dreimal durch die Raten. Endlich mal wieder beachen! So, jetzt wird die Beach-Saison eröffnet. Wir haben ein paar Leute hier vom Team zusammengetrommelt und nutzen jetzt unsere Mittagspause, um ein bisschen hier rumzuspielen. Ja, andere gehen schlafen, wir beachen eine Runde. Also, ich zeige euch gleich nochmal den Strand und dann wird gezockt. Na Jungs, läuft? Läuft, rückwärts und bergauf. Wuhu! Ihr seht so gut dabei aus. Komm, keine Pause, zieh weiter durch. Gleiches Tempo bei den Jumps. Zweimal. Nur für dich. Nur für dich, komm mal. An die Seite. Hallo! Vierter Tag der Wellfit-Quali. Wir sind jetzt ganz gespannt, was passiert. Wir haben die ganze Gruppe aufgeteilt und es geht heute um die Standards. Und weil das Wetter so schön ist, sind wir endlich draußen. Hola. Hola.
So, wie geht's euch hier draußen? Guten Morgen an alle. Ja, letzter Tag heute der Wellfit-Quali. Leider, leider, leider. Die Woche ist einfach nur gerannt. Und jetzt haben wir heute noch mal ein ganz spannendes Thema vor uns, nämlich das Thema Gehirnfitness. Wir haben zwei ganz tolle Experten und Referenten mit dabei, die uns heute das Thema Mentaltraining, Gehirnfitness, Neurotraining ein bisschen näher bringen. Ich war jetzt eben schon mit drin und jetzt gucken wir mal, was da drin so los ist. Es geht gerade um die Augen-Hand-Koordination. Die ersten Schritte werden geübt. Sieht schon mal ganz gut aus. Ist auf jeden Fall extrem lustig und eine schöne Dynamik und Interaktion in der Gruppe. Ja, ihr Lieben, die Quali-Zeit hat ein Ende und auch für mich heißt es Abschied nehmen vom Robinson Club Nobilis. Eine kleine Botschaft für euch noch am Ende dieses Videos. Erst einmal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Ihr wart großartig, wie ihr durchgezogen habt, wie ihr die Woche mit uns Crew-Trainern und mit Ellie erlebt habt, mitgezogen habt, gelernt habt und vor allem auch euch mit eingebracht habt. Wir haben ganz, ganz viel zusammen gemacht, angefangen mit Deep Work, rüber zu Faszientraining, Mobility Stretch, Body Styling, Hot Iron, Functional Training und. Den ganzen Austausch unter euch Fachleitungen und unter euch als gemeinsames Team, als Gesamtteam. Ja, ich glaube, jeder ist mal an seine Grenze gekommen, jeder ist teilweise hier und da über seine eigene Grenze hinausgewachsen. Und wie wir in der Feedbackrunde am Ende gesagt haben, ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die Saison. Ich wünsche euch, dass ihr alles, was ihr euch hier vorgenommen habt, umsetzen könnt, dafür die Zeit habt, die Muße, die Disziplin, euch immer wieder an diese Zeit hier zurückerinnert, wie besonders sie war, was für Ziele ihr euch tatsächlich hier gesetzt habt und nicht in eurem Alltagstrott diese Ziele wieder fallen lasst. Bleibt da dran, arbeitet an euch weiter, wächst. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr in dieser oder ähnlicher Konstellation wiedersehen. Es war eine ganz tolle Zeit hier im Club mit viel Aufregung hier und da, mit ganz viel Sonne, mit ganz viel Regen, mit ganz viel schöner Zeit an der Bar, gutem Essen und genau das wollen wir doch nächstes Jahr wieder erleben. Ich hoffe, euch hat der Zusammenschnitt gefallen, ein bisschen was, das euch an diese Zeit hier erinnert und wir werden uns sicher das ein oder andere Mal im Club sehen. Bis dann. Und natürlich darf nicht fehlen, Sherry Fee.